Duell gegen Deutschland ist auch für den Rekordweltmeister im WM-Finalstadion ein besonderes Spiel. Spielfreude pur bei Ronaldinho. Drei Tage nach dem beeindruckenden 3:1 über Bolivien, Torjäger Ronaldo, der am Sonntag schon nach 48 Sekunden das 1:0 erzielte, möchte natürlich erneut gegen Kahn treffen. Ich glaube, Oliver Kahn hat das Finale 2002 und seinen Fehler von damals längst verarbeitet. Das ist Geschichte. Heute gibt es keine Revanche. Das ist ein ganz, ganz anderes Spiel. Gegen Deutschland zu spielen in diesem Stadion, das ist etwas ganz Besonderes. Wir wollen auch im Finale 2006 hier spielen. Es wird ein großes Spektakel für die Fans werden. Deutschland gegen Brasilien ist immer etwas Außergewöhnliches. Und ich hoffe natürlich, dass wir gewinnen werden. Deutschland hat eine neue Mannschaft und mit Jürgen Klinsmann einen neuen jungen Trainer mit einem großen Ziel. Er will mit dieser Mannschaft Weltmeister im eigenen Land 2006 werden, hier in diesem Stadion. Und für uns ist dieses Spiel mehr als nur ein Test. Es geht um die Ehre, es geht ums Prestige. Ronaldo, Sturmpartner. Ich bin stolz darauf, neben ihm spielen zu dürfen und in dieser Elf zu stehen, obwohl Trainer Parreira so viele Alternativen hat. Könnte man den heutigen Abend überschreiben, der ein großer Fußballabend werden kann. Große Fußballwelt schon deshalb, weil es keinen besseren, keinen prominenteren gibt. Keinen, der mehr Esprit, Tradition und Spektakel verspricht als der außergewöhnlichen Stadion. Hören Sie die Hymnen, intoniert vom Landespolizeiorchester Brandenburg unter der Leitung von Jürgen Bludowski, vorgetragen von Tobey Wilson. Bei dem Namen ist ja klar, der ist in Chemnitz geboren. So, liebe Zuschauer, und jetzt geht es langsam los. Jetzt wird es feierlich. Bitte erheben Sie sich für die Nationalhymnen, gesungen von Tobey Wilson und gespielt. Roberto Carlos haben Sie gerade gesehen, linken Defensivmann von Real Madrid, heute Kapitän. Ronaldo, daneben Ronaldinho. Guten Abend. Sicherlich der beste Stürmer der letzten 10 Jahre, Ronaldo. Seit 10 Jahren schon Mitglied der brasilianischen Nationalmannschaft. Früher noch, wie seine Mannschaftskameraden gespottet haben, mit Blech im Maul, als er mit Zahnspange auflief. Jetzt ist er ja mittlerweile ein großer Junge, seit 2 Tagen verlobt mit einer MTV. Carlos, Ronaldinho. Ronaldo, jener außergewöhnliche. Fehlpass, Fahrenhorst. Oh, Freistoß Brasilien. Jetzt wissen Sie, woher Frank Fahrenhorst seinen Spitznamen Gefahrenhorst hat. Oder ist es Ronaldinho? Der wird es dann mit 2 Schritt und mit Gefühl machen. Zack. Und so geht's. Ist ja unglaublich. Machen Sie mich bitte nicht verantwortlich, weil ich es vorher gesagt habe. Mann, 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 sind die gut. Es ist der erste Torschuss der Brasilianer. Und gucken Sie mal, die lachen sich kaputt. Oliver Kahn, keine Reaktion. Er wäre auch im Leben nicht dran gekommen, müssen wir ehrlicherweise sagen. Aber keine Reaktion. Auch er hat sicherlich mit dem Roberto Carlos Schuss gerechnet. Ich vermute, die meisten haben mit dem Schuss von Roberto Carlos gerechnet. Warum die Brasilianer eben das Schmunzeln im Gesicht hatten. Roque Junior. So, und auch über die Situation, also früher Rückstand, ist gesprochen worden in der Mannschaft. Und auch da hat Jürgen Klinsmann gegen Österreich hat das gut geklappt mit den beiden. Mit auch ein Grund dafür, warum es jetzt nochmal versucht wird.
Juninho. Und das sind die Situationen, die diesen außergewöhnlichen Fußballspieler ausmachen. Roberto Carlos, Ronaldinho, FC Barcelona. Ja, sag mal, dagegen war das bei der Euro ja super Zeitlupe, was die gespielt haben. Adriano. Adriano. Sagt in Freundschaftsspielen, ob die da immer 100% gehen, ist so eine Sache. Aber sich von Deutschland vernaschen lassen. Adriano. Und Ronaldo, Mann, ist der schnell. Ronaldinho. Dafür haben wir Ronaldinho, Roque Jun. Also da. Hat die Stärke einer deutschen Nationalmannschaft in den letzten Monaten, vielleicht sogar Jahren. Und dann ist also Halbzeit. Auf dem Platz. Und auch die Brasilianer versuchen es erstmal mit den elf, die schon von Anfang an mit dabei waren. Großmeier. Foul von Adriano im Zweikampf mit Frank Fahrenhorst. Jetzt Ronaldinho. Da bin ich mir gar nicht so sicher, ob das ein Foul war von Michael Ballack hier im Zweikampf mit Ronaldinho. Jetzt kriegt Ballack gelb. Das kennt er ja. Ist nicht die erste gelbe, die er von Osmeier sieht. Am Müssen. Deisler, Ballack. Foul von Adrian. Kein Foul an Asamoah. Jetzt schneller Gegenzug Brasilien. Ronaldo. Unglaublich. Ronaldo und Fahrenhorst. Und für den Fall. Da sehen Sie es nochmal. Das ist ja schon was aus dem Fußballmuseum. Das macht er seit sicherlich 10 Jahren, diese unendlichen Übersteiger. Carlos und Renato vom FC Sevilla. Also Ronaldinho raus, Belletti raus, der, sagen wir mal, rechte Defensivmann. Und Ronaldo gegen Fahrenhorst. Adriano. Julio Batista für Adriano. Abseits von Ronaldo. Bekommt die gelbe Karte. Und nach diesem Bild, Moment der Ballabgabe, kein Abseits.
Ronaldo. Alex. Unaufmerksamkeit von Sebastian Deisler, Ronaldo. Gut von Kahn. Endlich mal wieder einen zusätzlichen rausgeholt. Das heißt, bei 1860 München freuen sie sich jetzt, weil mit dem Einsatz von Görlitz Gerald Asamoah wird den Platz verlassen. Frings vor Ronaldo. Also, das erste Heimspiel unter Jürgen Klinsmann ist gelungen und das ist sogar noch ein bisschen zurückhaltend formuliert. Das Spiel gegen den Weltmeister Brasilien war, um sich die nächsten gut anderthalb Jahre gepflegt und möglichst mit weiteren erstklassigen Gegnern auf die Weltmeisterschaft 2006 vorzubereiten. Die beiden Trainer nur ein weiteres Mal, nämlich mit Franz Beckenbauer, 74 und 90. Ronaldo, der frisch Verlobte. Und so geht's. Ist ja unglaublich.